Prinzessin Kate, nach Krebsdiagnose, sie hält ihr nun den Rücken frei. Kate hat sich komplett zurückgezogen, um sich voll und ganz auf ihre Genesung zu konzentrieren. Eine, die weiß, wie es wirklich um die Gesundheit der krebskranken Prinzessin steht, ist Natasha Archer. Kates Assistentin wird nun mit einem besonderen Vertrauensbeweis belohnt. Prinzessin Kate, großer Vertrauensbeweis für ihre Assistentin. Während Prinzessin Kate, 42, sich in Krebsbehandlung befinden, steht ihr neben Prinz William, 41, und ihrer Mutter auch noch eine weitere Person besonders bei. Ihre persönliche Assistentin und Stylistin Natasha Archer, 36, die schon seit über 10 Jahren im Dienst der Prinzessin steht. Wie wichtig die 36-Jährige für Kate ist, zeigt nun dieser Vertrauensbeweis. Wie Daily Mail berichtet, wurde Natasha Archer jetzt zur leitenden privaten Exekutivassistentin des zukünftigen Königspaares ernannt. Sie wird Kate und William also ab sofort als eine Art Alltagsmanagerin zur Seite stehen. Eine große Ehre und die Belohnung für ihre jahrelange Treue an Kates Seite. Die beiden Frauen stehen sich sehr nah und sind längst mehr als Chefin und Angestellte. Natasha Archer war es auch, die Kate Anfang des Jahres nach ihrer Bauchoperation heimlich aus dem Krankenhaus abgeholt hat. Auch jetzt während der Chemotherapie steht sie der Prinzessin bei. Natasha Archer hütet jedes Geheimnis. Natasha Archer ist mit dem Royal-Fotografen Chris Jackson, 44, verheiratet. Gemeinsam hat das Paar 2 Söhne. Für Kate ist die Britin eine absolute Seelenverwandte und eine Freundin, der sie ihre intimsten Geheimnisse anvertrauen kann. Natasha Archer gehört zu den wenigen Menschen, die wissen, wie es der 42-Jährigen im Moment wirklich geht. Kate hat sich nach der Bekanntgabe ihrer Krebserkrankung komplett zurückgezogen. Im Adelaide Cottage auf Schloss Windsor konzentriert sie sich auf ihre Genesung. Wann sie zurück in die Öffentlichkeit kehren wird, steht derzeit in den Sternen. Anders als von vielen gehofft, wird sie nicht an der Trooping the Colour Parade am Wochenende teilnehmen. Allerdings ist nicht auszuschließen, dass Kate sich zumindest kurz neben ihrer Familie auf dem Balkon des Buckingham Palace zeigen könnte. Sollte dies der Fall sein, wird Natasha Archer ihr beistehen, nicht nur als Stylistin, sondern auch als Freundin.